Das Einfügen von Rohrleitungen basiert auf dem Prinzip, dass durch Bodenverdrängung ein Hohlraum entsteht, in den die vormontierte Rohrleitung eingezogen wird. Was bisher nur mit flexiblen Rohren möglich war, lässt sich jetzt auch mit duktilen Gussrohren bis Nennweite 300 durchführen. Der Pflug kommt auf einem Tieflader zur Baustelle. Die aus zwei Mann bestehende Bedienungsmannschaft ist gleich dabei. Als äußeren Schutz haben die duktilen Gussrohre eine robuste, verschleißfeste Zementmörtelumhüllung. Die einzelnen Rohre sind mit der längskraftschlüssigen Steckmuffenverbindung Hallberg Universal Tisca ausgestattet. Diese übernimmt hohe Zugkräfte und bleibt trotzdem abwinkelbar. Der vormontierte Rohrstrang wird in der Startgrube an den Verdrängungskörper angehängt. Rohrleitungen können bis zu einer Tiefe von 1,8 Metern eingepflügt werden. Bei einer Einziehgeschwindigkeit bis ca. 7 Meter pro Minute lassen sich mit duktilen Gussrohren Tagesleistungen von ca. 600 Meter erreichen. Direkt hinter dem Flugschwert ist auf der Trasse kaum noch sichtbar, dass in 1,5 Meter Tiefe ein Rohr eingebaut wurde. Der Pflug wird von einer Seilwinde gezogen. Diese Rohreinbautechnik bietet neben der hohen Wirtschaftlichkeit weitere bedeutende Vorteile für den Bauträger. Die Vorteile des Einfügens sind: hohe Verlegeleistung, kein Verbau, keine Wasserhaltung, keine Umschichtung des Bodens, keine Bodensetzungen, keine Deponiekosten, keine Sandbettung, hohe Umweltfreundlichkeit. Zum Einbau kommen Rohre mit hochwertigem Außenschutz, ebenso Rohre mit hochwertiger längskraftschlüssiger Verbindung. Duktile Gussrohre sind diffusionsdicht, kostengünstiges Bauen. Außer den genannten Vorteilen ist das Einpflügen im Vergleich zum konventionellen Leitungsbau kostengünstig. Es lassen sich Einsparungen von 40% erzielen.